Hallo, ich habe heute einen kleinen Action-Haul für euch. Ich selber habe ja keinen Action bei mir in Berlin, aber ich habe halt so, ja, Leute, die Action in der Nähe haben und durchaus auch mal was mitbringen, was ich super toll finde. Ich möchte euch die Sachen einfach mal im Einzelnen zeigen und da werde ich auch einfach mal direkt anfangen. Da haben wir einmal hier von Action diese süßen Sticker-Bücher. Die sind ziemlich klein und ja, insgesamt sind 6 solcher Büchlein drin. Allerdings sind die Motive immer gleich. Ich kann euch das mal zeigen. So sieht das aus und die Motive sind dann halt so. Das wären die Motive in diesem Büchlein und davon gibt es 6 Stück. Die Motive sind, wie gesagt, alle dieselben. Dann habe ich einmal die. Das sind auch 6 Büchlein. Da kann ich euch eben auch die Motive zeigen. So sieht das aus. Ja, das ist denn so. Ja, das sind die Motive in diesem Büchlein. Auch davon wieder 6 Stück. Ja, die Sticker sind relativ klein und so fürs Fallopexen oder so ist es ganz okay. Dann habe ich einmal ein paar von den neuen Washis. Das sind die. Finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich einfach so ein kleines Goodie dabei bekommen. Das hat er sie mir einfach so mitgeschickt. Ja, dann habe ich relativ viele Sticker von Teddy. Quatsch, von Action. Das sind einmal die Hello Kitty Sticker. Die finde ich sehr schön in dieser Quadratform, weil ich einen neuen Happy Planner habe und da kann man die sehr, sehr gut in die Kalendertage einkleben. Den Happy Planner werde ich euch auch noch zeigen. Dann haben wir hier Mickey Maus bzw. Minnie Maus. Wie gesagt, alle von Action, auch hier in quadratischer Form. Sehr schön. Hier haben wir endlich noch den Mickey Maus. So. Dann habe ich irgendwie noch Sticker als Beigabe dazu bekommen. Die sieht man gar nicht. Ich weiß nicht, ob das Neon-Sticker sein soll. Das sind so Vögel. Gibt es noch diese schönen Sticker. Das ist ein großer Bogen und die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Wie man sieht, mit Minnie Maus und Daisy. Na gut, da muss man ein Fan von sein. Ich selber mag Walt Disney total gern und deswegen finde ich solche Sticker auch total niedlich. Hier mit einer Nähmaschine. Also sind super süße Symbole. Hier haben wir auch nochmal
Minnie Maus, ich glaube sogar, es sind dieselben. Ja, das wurde mir sogar zweimal geschickt. Die habe ich also zweimal, kann ich einmal abgeben. Dann haben wir hier super schöne Hello Kitty Sticker. Gefallen mir auch sehr, sehr gut. Die sind echt mega süß. Und hier habe ich noch meinen großen Bogen mit Mickey Maus. Hier auch wieder in dieser quadratischen Form. Ja, und dann gab es noch, da freue ich mich sehr drüber, die neuen Stickerboxen von Action. Und ich finde die ganz, ganz klasse. Ich denke mal, die werde ich sogar nachordern, wenn die alle sind, weil ich die echt klasse finde. Oder am besten schon vorher, weil man nicht weiß, wie lange man die bekommt. Vielleicht gehen die auch wieder raus aus dem Sortiment. Und zwar sind das einmal die, das sind so Stickerrollen. Und hier seht ihr die Motive. Und ich freue mich total darüber, weil die wunderschön geeignet sind fürs Smashbooken. Ich möchte nämlich anfangen mit Smashbook. Meiner ist unterwegs und da finde ich die Sticker super schön. So sieht denn eine Rolle aus. Ja, das finde ich sehr schön mit diesen Motiven. Also wirklich schön. Klar kann man auch fürs Filofaxen nehmen, aber gerade so mit diesen Schriften sehr gut fürs Smashbook. Wie gesagt, hier seht ihr die gesamten Motive. Die sieht man jetzt nicht, wenn ich die Rolle jetzt auch nicht aufmachen. Dann haben wir hier diese in wunderschön, wie sagt man, ich komme jetzt nicht drauf, Pastellfarben. Das sieht dann so aus. Ich finde die wirklich klasse. Zu schade, dass ich keine Action habe. Ich glaube, ich wäre relativ oft da. Naja, vielleicht auch gut so. Das sind die anderen. Das ist dann halt hier so Tab-Form für Tabs. Ja, diese Form zumindest. Das wären diese. Wie gesagt, das ist hier so in Form von, ja, von einem Tab. Wenn was im Hintergrund liegt, wird es immer schwierig mit dem Fokussieren. Da. Also total schön. Also die Boxen gefallen mir sehr, sehr gut. Und hier haben wir dann noch diese Box. Die finde ich mit am schönsten fast, weil das wirklich so super toll passt ins Smashbook. Da freue ich mich schon drauf. So mit diesen schönen Sprüchen, Loves is, dann diese schönen Formen, Dreieckform oder hier. Also schon wirklich schön. Also so viel ich weiß, gibt es 4 Stück davon und die 4 habe ich. Die habe ich euch jetzt gezeigt. Und weil ich jetzt dabei bin, nicht von Action, aber ich habe mir 2 oder 3 Tagen was fürs Smashbook besorgt bei Teddy und das zeige ich euch eben auch. Und zwar fand ich diese Bänder ja immer schon schön, aber ich wusste immer nicht, was ich damit anfangen soll. So fürs Filofaxing fand ich das jetzt nicht so geeignet. Ja, wie gesagt, da ich jetzt anfange mit dem Smashbooken, sage ich jetzt mal, kann man sowas alles super schön verwenden. Wie genau weiß ich noch nicht, aber die fand ich sehr, sehr schön. In diesem Orange, hier mit dem Gold. Das gleiche habe ich hier nochmal in Blau. Das ist das gleiche mit diesen selben Motiven. Hier mit Blau-Gold.
Also total schön, hier mit so Kugeln und hier gestreift, hier mit diesen Schmetterlingen. Ja, das wie gesagt gab es bei Teddy. Dann habe ich mir für Smashbook diese süßen Stoffblumensticker selbst klebend gekauft. Auch wunderschön für Smashbook. Sicher kann man es auch in einen Pilofix kleben, aber ich finde das schöner für Smashbook. Da darf das auch ruhig mal ein bisschen dicker sein. Wobei die gar nicht so dick sind. Die sind schön, wie gesagt, die kleben selbst. Und davon habe ich einmal gelb und einmal grün gekauft. Ich finde die wunderschön. Und zu guter Letzt habe ich mir die hier mitgenommen für 75 Cent. Das sind eigentlich so kleine Geschenkanhänger. Aber ich fand die auch natürlich super schön. Die werden zweckentfremdet. Das sind eben so kleine Kärtchen, Geschenkanhänger. Und die finde ich auch super schön fürs Smashbook. Wenn irgendwie Geburtstag angesagt ist, dann kann man die einkleben mit diesem 3D-Effekt so ein bisschen. Ich finde die echt schön. Und die sind im Grunde auch selbst klebend. Ist wahrscheinlich dafür gedacht, dass man das einfach oben aufs Geschenkpapier klebt. Kann man auch, dafür werde ich es vielleicht auch mal verwenden. Aber überwiegend habe ich gedacht für meinen Smashbook. Ja, das war's denn. Das waren die Sachen von Action und ein paar von Teddy. Und das war's auch von mir. Bis bald, ciao.